MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Dafür ist jetzt hier 60. So, es sind nur noch 763 Kilometer. Wahnsinn. Was haltet ihr momentan überhaupt von der Tatsache zum Thema IS? Die Terrorgruppe ist ja sehr fleißig momentan rum am Geistern und besetzt Ölfelder und weiß Gott, was die nicht alles besetzen. Ich bin ehrlich, ich finde sowas gar nicht cool. In keinster Weise. So, jetzt müssen wir den Kollegen hier kurz vorlassen. Ein bisschen komplizierter mit so einer Fracht hier rüber zu kommen. Na doch, funktioniert aber sehr gut. Das ist ja richtig pervers, was da abläuft. Und jetzt werden sie ja mittlerweile von unserem Obama, also nicht unserer, wir haben ja Frau Merkel, von dem netten Obama bombardiert. Und ich weiß nicht, wie viele Zivilisten bei solchen Aktionen draufgehen, da bin ich ehrlich. Aber man muss immer bedenken, es sind bestimmt auch noch Zivilisten da, auch wenn sehr viele auswandern, abhauen. Natürlich, wer würde bitte nicht aus einem Kriegsgebiet abhauen? Aber ich finde das so krank, was da abläuft. Ich finde es auch schade, dass es sowas überhaupt gibt. Wie steht ihr zu dem Thema Terrorismus oder die Bekämpfung von Terrorismus? Wie sollte man vorgehen? Das ist die Frage für heute. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Oh, ist das schön gemütlich hier. Ganz chillig, locker, flockig. So, was haben wir hier für ein Schild? Weil ich so schnell dran vorbei, dass ich es nicht lesen konnte. Vielleicht Baustelle oder so. Na, wir fahren an Essen vorbei gerade. Entschuldigung, wir fahren durch Essen. Ist ja auch schön hier anzusehen, dass es so schöne viele Gebäude hier gibt. Andere Städte sind dafür gar nicht detailliert. In Essen stehen direkt Hochhäuser, große Bauten und so weiter. Auch nicht schlecht. Aber wer zur Hölle hatte vorher diesen Truck, bevor ich ihn neu gekauft habe? Komm, das schaffe ich. Ah, das schaffe ich nicht. Weil hier muss einer reingekackt haben ohne Ende. Eins, zwei, Moment. Drei. Und bestimmt draußen hängen auch noch 20 Duftbäume. Überall hängen Duftbäume in diesem Auto. Warum? Hat der Besitzer vorher reingekackt? Ich verstehe das nicht. Wie kann man so viele Duftbäume reinhängen? Und warum? War ein bisschen früh. Ich dachte, wir wären schon da. Sehr schön. Auf geht's, auf diese wunderschöne Reise. Auf Gullivers Reise. Hier sieht's aber richtig schön aus. Im Gegensatz zu anderen Straßen, die wir schon gefahren sind, sieht das hier noch sehr idyllisch aus. 4 Millionen haben wir mittlerweile auf dem Konto stehen. Was geht ab? Wahnsinn. Wie schnell das jetzt ging. Da hat der LKW-Kauf ja gar nichts geändert.
Da lacht unser Portemonnaie ja. Jetzt fahren wir Richtung Recklinghausen. In diese wunderschöne Kurve rein. Sehr gut. Hat ja geklappt. Da hatte ich wieder meine Bedenken, aber die wurden direkt zunichte gemacht und alles kein Problem. Easy going. Okay. Ich glaube, ich weiß, warum ich die Rundumleuchte nicht angemacht habe bis gerade. Es ist nur eine leise Vermutung, aber ich glaube, ihr versteht, wenn ich sie jetzt wieder ausmache, ja? Könnt ihr das nachvollziehen? So als Teil der Community. Es sieht zwar wunderschön aus, dass ich jetzt hier eine super schöne Rundumleuchte anhabe, aber ihr müsst auch sehen, dass man davon Augenkrebs bekommt. Lassen wir das mal, ne? Lassen wir die aus und lassen wir sie ruhen. Vielleicht werden wir jetzt überfallen und unsere Ware wird geklaut und wir kriegen einen Polizeiwagen als Lamborghini und müssen dann hinterherfahren. Nicht? Okay. Ist ein anderes Spiel, ne? Ja, bald kommt ja der American Truck Simulator irgendwann jetzt mal raus. Das heißt bald, jetzt demnächst irgendwann. Und ich freue mich natürlich da tierisch drauf, weil... Ja, weil es halt so ist, ne? Die Trucks sind geil, Amerika ist cool. Vielleicht gibt es da auch wieder Neuerungen. Vielleicht wird die Grafik nochmal ein bisschen aufpoliert. Ich weiß es ja nicht. Eieieiei, ist das hier eine Fahrt? So, wir fahren jetzt zum ersten Mal nach Recklinghausen. Ist doch auch was Feines. Aber schade, dass die Rundumleuchte so pervers im Innenraum leuchtet. Das ist komisch. Eigentlich auch sehr schade. Oh, ja, ich habe den langen Anhänger vergessen. Gut, wenn er jetzt Schaden hat, kann ich das verstehen. Aber er hat keinen. Tja, da guckt ihr, ne? So, tanken müssen wir ja, glaube ich, nicht. Nein. Tanken müssen wir nicht. Sehr gut. Ich glaube, ich fahre zu schnell. Ist nur so ein Gefühl. Falls ihr natürlich Themenvorschläge habt, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren verewigen, so gesehen. Und ich schaue mir ja eh immer jeden Tag die Kommentare an, die kommen. Und ja, vielleicht ist euer Kommentar dann in der engeren Auswahl und wird genommen. Auch wenn das Navi gerade hier rumschreit, hey, du kannst 95 fahren, lasse ich das jetzt einfach mal. Ist, glaube ich, sicherer. So, zweispurig geht's geradeaus. Rechte Spur knickt ab Richtung, was war es? Ich habe gar nicht geguckt.
Richtung Amsterdam, Gröningen. Da wollen wir aber nicht hin. Das ist nicht unser aktuelles Ziel. Oh, ein schöner Fernscheinwerfer, so gesehen, Fernlicht. Nicht schlecht. Im Dunkeln ist gut munkeln. Und hier ist es richtig dunkel. Da vorne ist sogar ein Trucker-Kollege, sehe ich gerade. Sollen wir uns mal aufmerksam machen? Alle Achtung. Ich habe das Gefühl, wir sind aus heiterem Himmel umgekippt. Ich weiß leider noch nicht warum. Aber ich habe das Gefühl. Ich glaube, das Gefühl bleibt auch weiterhin bestehen, dass wir uns nicht bewegen werden. Nein, okay. Abschleppdienst. Ja. Wo landen wir jetzt? In Recklinghausen bestimmt. In Osnabrück. Ist das jetzt weiter weg? Bin mir gerade nämlich nicht sicher. Okay. Ich glaube, reparieren lassen müssen wir ihn jetzt unbedingt nicht. Ich schätze mal nicht, dass da jetzt irgendwas kaputt ist. Ah, cool. Es gibt sogar schicke Designs. Die hatte ich gar nicht gesehen. Ja, dann fahren wir doch mit dem schicken Design rum. Oder? 36% Schaden. Sehr schön. Ist ja nicht so, als ob wir was anderes zu tun hätten. So. Da freuen die Ingenieure sich. Bekommen das Teil geliefert und es ist total hinüber. Da sind bestimmt nicht nur ein paar Schrauben locker. Egal. Wir sagen einfach, es war so starker Seitenwind. Ich muss mir das Video dann später mal angucken, damit ich auch weiß, warum wir umgekippt sind. Holla. Da kam ein Auto. Ich vermute mal, wir haben ja hier am Rand, da wo die Lampen sind, sind wir sehr breit. Breiter als der eigentliche Anhänger. Das soll wahrscheinlich auch so sein. Aber ich vermute, damit sind wir hängen geblieben und damit hat sich unser LKW dann verabschiedet. Dazu vermute ich natürlich auch, dass wir zu schnell waren für diese Kurve. Oh wei. Oh wei. Sehr gut. Ja, also, es geht doch. Soll einer sagen, wir können das nicht? Es ist trotzdem arscheng. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut, Leute.